Sorgen. Aber wie das Glück es so will, ist hier draußen in dieser wunderbaren Villa-Gegend, wo wir uns jetzt gerade befinden, da kommt auch gleich ein Polizist um die Ecke. Und den kann man dann ganz einfach alles wegnehmen. Beziehungsweise das Auto, das wir brauchen. Da hinten kommt er angefahren. Der scheint sogar auf dem Weg zum Einsatz zu sein. Ja. Den muss man gar nicht mal da raus. Und wenn er da hinläuft, können wir einfach dahin laufen, Auto schnappen, schöne Sache, losfahren. Rufen wir jetzt unseren Auftraggeber an. Und müssen jetzt drei Vans finden und in einem von diesen Vans ein Fernseher drin. So, auf der Minimap unten werden uns die Vans angezeigt. Ups. Fahren mal. Ups, da kommt jetzt schon der erste gleich hier ums Eck. Und einfach, wenn der Van in der Nähe ist. Die Lichter anmachen und zur Wagentür laufen, um den zu kontrollieren. Come out real slow, shithead. I don't want no trouble, buddy. What you got back there? TVs? Show me. Hey, you got bad information, brother. Lichter, jediger. Das war wohl der Falsche. Schnell weiter. Ah, aus dem Weg, du blöder Van-Man. Ja. Ah, so ein bisschen rabiat, schadet nicht. Schon in Ordnung. Fangen wir hier hinter. Was sagst du eigentlich zu der Fahrphysik? Das würde mich jetzt mal interessieren. Ich finde die Fahrphysik schon in Ordnung. Das ist ja immer so eine Sache bei GTA. Also die Autos fahren sich alle recht unterschiedlich, je nachdem, welches Auto man gerade hat. Und ich finde das schon in Ordnung. Aber das hier sieht einfach wunderbar aus. Das ist grandios, diese Weitsicht. Ich glaube, original, an der gleichen Stelle hast du genau das am Montag gemacht und bist auch gegen, ja, der Toni sagt es auch gerade, bist auch gegengerollt dann. Sehr schön. Es ist einfach, weißt du, es ist so schön. Ah, wir sind mit dir. Get out of there, you're fucking dead. I wouldn't do this. Danny Petrovic is looking after this truck. Ah, das ist auch gleich der Richtige. You're gonna be sorry. I ain't losing this. Oh, hell no, hell no. Naja. Der wehrt sich mit der Karre. Haut ab. Wir schnappen uns den Van. Und müssen damit zur Garage fahren. Letztes Mal, als ich die Mission gemacht habe, wurde ich von der Polizei verfolgt. Da musste ich den erstmal entkommen, den Fahndungslevel senken. Aber dieses Mal kein Problem. Wahrscheinlich, weil ich den Typen nicht abgeknallt habe. Aber der hat sich so hinterm Auto versteckt, ist er selber schuld. Gibt bei der Fahrt auch verschiedene Kameraansichten. Bisschen weiter weg. Ja, das Doofe ist, diese Super Cinema-Kamera kann man, glaube ich, im Spiel selber nie wirklich benutzen. Nee, die sieht einfach nur geil aus, aber ja, so richtig kann man sie nutzen. Und wie gesagt, die Kamera dreht mir bei den Kurven, egal auch wenn sie ein bisschen weiter hinten ist, einfach zu spät nach. Da muss man dann oftmals manuell mit dem rechten Stick noch hantieren. Also da frage ich mich ja schon, warum wird das nicht mal ein bisschen aus... Also ich meine, weißt du, das Spiel besteht sehr viel aus Fahren. Und Rockstar, die machen ja auch Rennspiele. Die müssten doch eigentlich auch wissen, dass man sowas ein bisschen besser machen kann. Aber dennoch, das Gesamtpaket von diesem Spiel ist wirklich grandios. Ah! Und die Radiosender sind wieder hervorragend. Das Beste finde ich eigentlich nicht die Mucke, sondern die Werbung dazwischen oder die Talkshows. Das ist so geil, was da abgeht. Also der Humor ist einfach grandios. Ich glaube, Karl Lagerfeld ist auch dabei. Ja? Alles Mögliche. Also Karl Lagerfeld, dann Ricky Gervais, der das Original Office erfunden hat, die Serie, oder Stromberg sozusagen das Original, der macht ja auch hier mit. Warte mal, bin ich jetzt hier richtig gefahren? Nee, du musst von der Straße aus. Na, dann muss ich wieder zurückfahren, oder was? Genau. Alter!
Der ist über vorne was gegengeflogen auf der Windschutzscheibe, ne? Ja, das sieht man dann immer. Wo ist die Garage jetzt hier? Da. Ja, danke Felix für diesen Ausflug in Grand Theft Auto 4. Ich glaube, wir sind noch ein paar Mal dran. Wir sind noch ein paar Mal dran. Wir werden gleich noch ein bisschen mehr sehen und dann gibt es auch noch ein bisschen mehr Baller-Action. Wuhu, ja.